wollte euch sagen, dass ihr Post gekriegt habt. Okay, danke von, dir. Von wem? Von hier. Von hier, okay. Aha. Wow, ist Post gekommen. Okay, eben bevor wir überhaupt in die Themen gehen, meine Einladung ist dieses totales Vertrauen, totale Hingabe, wo wir, ich, noch viel lernen kann, was uns Elke so vorgelebt hat. Ohne sie wären wir nicht hier, oder wäre ich nicht hier. Und ich wäre ohne euch schon längst wieder weg. Eben, ne, so passt. Ne? Ja, wie das einfach, was man da durchgeht. Ne? Tja, vielleicht fange ich mal ein bisschen hintergründiger an, nämlich wie mein Weg so begonnen hat. Ich bin heute 68 und ich habe eine sehr behütete Kindheit gehabt. Habe eigentlich nicht viel Erfahrung, weltliche Erfahrung gehabt und habe dann mit 21 einen Mann geheiratet, der 26 Jahre älter war. Irgendwann, nachdem ich dann angefangen habe, mit mir selbst zu arbeiten, habe ich dann festgestellt, okay, ich habe eigentlich meinen Vater geheiratet. Und es war aber trotzdem eine sehr schöne Ehe, die 28 Jahre gehalten hat. Und 93 ist mein Mann gestorben. Und dann habe ich sozusagen, da war plötzlich eine Lücke da. Und dann hat mir jemand einen Gutschein geschenkt, um mir, wie nennen Sie das noch, diese Kilian-Fotografie, wo man die Aura fotografieren lassen kann, geschenkt. Und plötzlich so aus dem Nichts heraus, das habe ich dann auch machen lassen, hatte ich das Bedürfnis, mal mir eine meiner Inkarnationen zeigen zu lassen. Und dann habe ich eine entsprechende Therapeutin gefunden, und habe dann durch sie auch einiges über mich erfahren. Daraus ist eine Freundschaft entstanden. Und diese Freundschaft hat mich an die Spiritualität oder an die Esoterik herangeführt. Und da habe ich dann nacheinander mehrere Radiance gerade gemacht. Radiens, das authentische Reiki. Und dann hat sich im Prinzip meine Fähigkeit der Hellsichtigkeit geöffnet, so ganz langsam, behutsam, erstmal für mich selber, konnte ich plötzlich Dinge erkennen. Ich habe Engel gesehen, die auf mich zukamen und wo ich das Gefühl hatte, sie kommen in mich rein. Sehr merkwürdige Engel, unter anderem der Engel der Begierde, wo ich dann dachte, gibt es sowas überhaupt? Also es waren Erlebnisse, wo sich nach und nach meine Medialität geöffnet hat, verstärkt hat. Und ich habe durch diese Frau im Prinzip dann eine Ausbildung gekriegt der erwachenden Spiritualität und auch in der Rückführungsarbeit, die mich sehr, sehr stark begleitet hat. Und ich habe fast 10 Jahre mit ihr zusammengearbeitet. Wir haben viele Dinge empfangen, bewegt und auch wieder losgelassen. Und die ganze Zeit wusste ich aber, ich bin in sowas wie einer Warteschleife. Und dann habe ich um 2000 rum, habe ich Krebs gekriegt, weil dann auch irgendwie das so war, dass wir im Prinzip vergessen haben, bei dieser Arbeit auf unsere Körper zu achten. Wir haben transformiert,
24 Stunden am Tag, kann man sagen. Und wir haben aber vergessen dabei, dass der Körper immer mitmachen muss, dass er Zeit braucht, das, was transformiert wurde, in den Körperzellen mitzutransformieren, dass er immer erst auch Heilung erfahren muss, dass er der Körper integrieren muss. Und mein Körper hat es mir dann insofern gezeigt, dass ich plötzlich eben halt Krebs da war, wo ich wirklich auch ganz tief reingehen musste mit einer Totaloperation, weil es an einem Eierstock war. Und ich kann heute für mich sagen, dass ich das nicht nur als negativ empfunden habe, weil ich wusste, zum Beispiel die anschließende Chemotherapie, da hatte man mir dann schon aus der geistigen Welt gesagt, dass es auch dazu dient, nochmal bei mir Tore zu öffnen. Ich hatte dann auch die Möglichkeit, in der Zeit zu gehen, habe mich aber entschlossen, ach, ich bleib mal doch lieber, es könnte ja noch interessant werden. Und ich habe während der Chemotherapie, das Ganze ist begleitet worden durch diese Arbeit mit dem Sakralchakra. Ich komme immer nicht auf den Begriff. Kraniosakral. Genau. Durch alle 14 Tage habe ich eine Sitzung in dieser Therapieform bekommen, wo ich auch viel immer noch mal erkennen durfte. Und bei der ersten Chemogabe, die ich bekommen habe, das ist noch im Krankenhaus gewesen, die auch sehr heftig war. Und da habe ich, nachdem es vorbei war, abends im Bett gelegen und hatte plötzlich, fing ich an, Gott zu danken. Und da war so viel Liebe da und so viel Dankbarkeit und so viel auch Verständnis, dass es eben nicht unbedingt etwas Negatives ist, sondern dass es schon auch positive Aspekte hatte, auch wenn eben das Körperliche dann anschließend ganz, ganz schlimm war. Aber ich wusste, es hat einen Sinn, es hat einen Zweck. Und wie alles vorbei war, wusste ich auch, es kommt nicht wieder. Und das war also für mich nochmal ein großer Durchbruch. Und danach ist dann auch die Trennung von dieser Freundin gewesen. Und dann fing ich an, 2002 ganz stark mit mir selber zu arbeiten und habe sehr viel auch auflösen dürfen. Und entsprechend ist auch meine Medialität immer mehr zum Vorschein und Durchbruch gekommen. Und 2004 war dann nochmal eine Steigerung, wo ich anfing, Bilder zu malen, Energiebilder. Und dann fing ich an, 2007 mit einem guten Freund zusammen energetisch zu arbeiten. Und dann hatte ich Anfang 2008 diese Vision. Ich sah viele Menschen in allen, also unterschiedliche Generationen. Ich sah Tiere, die da reingehörten. Ich sah Kinder und ich wusste, okay, es soll eine Gemeinschaft entstehen, wo alles integriert ist, wo zum Beispiel auch alte Leute eine Heimat finden, die vielleicht abgeschoben wurden oder die alleine dastehen, die aber mit den Kindern, die kommen würden, nochmal eine Rolle übernehmen könnten in Form von Oma, Opa und wo wirklich ein Zusammenwirken ist, wo gegenseitig Impulse gegeben werden, wo nochmal ein Austausch stattfindet und wo dann auch Verjüngung passiert für die älteren Menschen. Und dann eben halt auch, dass Tiere dabei sind, die also auch noch was geben. Und ich habe auch sowas gesehen, wo es sein würde, hohe Bäume,
Wasser. Und dann habe ich den ersten Anlauf gemacht mit diesem Bekannten und noch einer Bekannten, die im Hause wohnte. Und das ist aber dann nicht zustande gekommen, weil wir uns uneinig waren. Und dann voriges Jahr plötzlich, also in der Zwischenzeit hatte ich dann nochmal einen Schub in meiner Medialität gekriegt, weil ich wurde aufgefordert, eine meiner Inkarnationen ein Buch zu schreiben, was ich dann auch getan habe. Und wie das dann fertig war, da merkte ich dann, okay, jetzt habe ich noch, ist noch mal was geöffnet worden und jetzt stehe ich voll zu dem, was ich kann. Und dann voriges Jahr im August, glaube ich, da bin ich, also ich bin immer Berlinerin, voll Berlinerin. Berlin ist immer meine Stadt gewesen und ich wusste, da bin ich richtig, da ist mein Wirkungsbereich. Und plötzlich von einem Tag zum anderen merkte ich plötzlich, okay, das ist mir jetzt alles zu klein, das wird mir alles zu eng. Und hatte dann das Gefühl, okay, ich muss hier raus, habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass ich aus Berlin raus muss. Das kam dann so allmählich durch den Kontakt dann auch mit der geistigen Welt, mit meinem höheren Selbst. Da kam dann die Aussage, ich soll mich nicht begrenzen, sondern gleich klotzen. Und dann kam Schloss, guck dich nach einem Schloss um. Und dann habe ich im Internet recherchiert und fand dann dieses Objekt hier angeboten. Zu der Zeit hatte ich dann auch eine Untermieterin, mit der ich auch ein bisschen zusammengearbeitet habe. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie Lust hat, mit mir umzuziehen, und sie hat sofort ja gesagt. Und dann haben wir uns beide dieses Objekt angesehen, erstmal bildlich. Wir haben uns nur angeguckt und haben gesagt, das ist es. Und dann bin ich Anfang Oktober hier das erste Mal angekommen. Und da hatte ich das Gefühl, ich stehe auf dem Hof und das Schloss sagt zu mir, da bist du ja endlich. Und ja, und seitdem, es ist nichts anderes gewesen. Ich habe mir nichts anderes weiter angesehen, das sollte ich auch nicht. Ich wusste, das ist es. Und dann sind wir immer wieder hier gewesen, auch mit Leuten aus meiner Gruppe, die ich in Berlin hatte. Und irgendwie, es hat sich so viel aufgetan. Und am 16. Dezember habe ich dann den Kaufvertrag mit Herrn Schröter unterschrieben, den jetzigen Besitzer. Und es war wirklich, also ich habe Dringlichkeit gespürt. Ich wurde richtig vorangeschoben. Ich habe genau gesagt gekriegt, was hier schon passieren soll. Eigentlich hieß es erst so Mitte Februar, kann ich dann hier ganz und gar herziehen. Und dann drei Tage, also kurz nach Heiligabend, hieß es plötzlich, du musst sofort umziehen. Und da habe ich drei Tage Zeit gehabt, um meine Sachen so ein bisschen zusammenzupacken. Und am 28. Dezember vorigen Jahres bin ich dann hier angekommen mit zwei Freundinnen. Und es ist eigentlich unbeschreiblich, die Verhältnisse, die wir hier vorgefunden haben. Es war kalt, also eigentlich nicht nur kalt, sondern eisig, weil das stand hier seit 2002 leer. Das Einzige, was bewohnt war, war der Flügel gegenüber. Da wohnt ein älteres Ehepaar seit über 50 Jahren drin. Aber ansonsten, es war wirklich eisig. Und die erste Nacht werde ich nie vergessen. Wir haben mit so einer großen Kanone da gesessen, wo das rausgeböllert hat, wo, also so ein elektrische Bauheizung, wo also so ein Gebläse, so ein riesiges Gebläse, eine Höllenmaschine. Und
haben alle in dem hinteren Raum, wo ich jetzt meinen Schlafbereich habe, zu dritt geschlafen. Und nachts um 4 sagte dann Marina, eine der Frauen, Elke, stell doch mal die Höllenmaschine aus. Und dann haben wir lieber gebibbert, als weiter den Höllenlärm. Und ich wusste vorher schon, Silvesterparty, Jeet wusste das auch, Jeet und Sabine. Und wir haben also dann dank Jeet und Sabine schon etliche Leute hier gehabt. Und wir haben mit so einem Propanofen, dann haben wir diese Heizplatten gehabt, dauernd ging die Sicherung durch. Der Peter, der einer, der ja auch mit der Trommel gearbeitet hat, der Elektriker ist, der musste dann laufend runter die Sicherung austauschen. Also es war wirklich ein Abenteuer. Und es war eine schöne Zeit, es war eine aufregende Zeit. Und es ist so, dass es immer, also ich bin immer unterstützt worden. Es wurde mir von Anfang an gesagt, das Ganze ist eine Übung in Vertrauen. Und ohne Vertrauen geht gar nichts. Also ich habe bestimmte Anweisungen oder Impulse bekommen, habe gehandelt und habe mich dann plötzlich hier vorgefunden. Und wir haben Handwerker gehabt, die uns unterstützt haben, die auf die Schnelle innerhalb von 10 Tagen die Küche eingebaut haben, die Bäder eingebaut haben, wo jeder gesagt hat, das ist gar nicht möglich. Also es ist immer so gewesen, man konnte immer die Hilfe der geistigen Welt oder der Mächte wirklich erkennen. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Und die ersten Wochen gab es schon dann auch Schwierigkeiten, weil natürlich auch immer noch das Heizen ein Problem war. Wir haben etliche Dinge ausprobiert. Wir hatten zum Beispiel einen Pelletofen, das war schrecklich, der hat so einen Krach gemacht. Und dann haben wir so einen ganz einfachen Kaminofen, der ist wunderbar. Also es gab schon und gibt immer noch viele Herausforderungen. Und ab dem 28. oder Silvester war dann auch der Jakob hier, der sich dann irgendwann eben halt entpuppt hat, dass er am liebsten hier gerne zum brahmanischen Glauben konvertiert hätte. Und Gott sei Dank dann nach dem ersten Kinderkongress hier hat der liebe Nils ihn dann und Jeet raus befördert. Da bin ich sehr dankbar für, weil das war echt eine stressige Zeit. Ja, und meine damalige Partnerin ist mittlerweile auch ausgestiegen, weil sie dann für sich selber Existenzängste hatte und Geld verdienen musste, um sich zu ernähren. Und so ist so nach und nach alles ein bisschen bereinigt worden. Und heute ist es so, also Dinge haben sich bewegt. Es geht immer noch um das Thema Vertrauen, weil die Besitzverhältnisse immer noch nicht geklärt sind. Aber ich weiß, es wird sich alles regeln. Und ich weiß auch, dass ich hier bleiben muss und bleiben werde, weil hier einfach dieser Kanal zu halten ist. Mittlerweile ist es aber auch wirklich so, ich bin froh über jede Unterstützung, über all eure Anwesenheit, bin ich sehr, sehr froh, freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ich habe ja auch 3 Mitstreiter inzwischen, die hier auch mit wohnen und ihre Energie hier mit eingebracht haben, auch finanzielle Unterstützung.
Und ich bin sehr froh, dass Jeet und Sabine uns hier so wunderbar unterstützen. Und ich hoffe und wünsche mir noch weitere solche Kongresse und natürlich auch die Möglichkeit, hier Seminare zu machen, weil ich bin, ich habe also selber 8 Energiesysteme entwickeln dürfen, mit denen man Transformationsarbeit machen kann und die ich natürlich auch gerne in die Welt hinausschicken möchte. Ich kann nur sagen, es ist eine totale Übung im Vertrauen. Ich habe manches Mal sehr mit Zweifeln auch zu tun gehabt. Ich habe oft am See auf der Bank gesessen und habe förmlich um Hilfe geschrien zu Gott, weil ich das Gefühl hatte, ich packe das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Und immer wieder habe ich dann Kraft, also gespürt, wie Kraft einfließt, wie das Vertrauen gestärkt wurde. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, aus dem Vertrauen heraus zu handeln, aus der Intuition heraus zu handeln und auch den Impulsen zu folgen, die man bekommt, auch wenn sie unwahrscheinlich wirken oder man das Gefühl hat, oh Gott, das schaffe ich nie. Aber wichtig ist immer, dass man die Absicht erklärt. Wenn die Absicht da ist oder wenn man weiß, was will ich eigentlich, dann kommen auch die Impulse aus der entsprechenden Quelle. Und wenn man die Impulse hat, dann hat man auch die Motivation. Und wenn die Motivation da ist, dann ist auch die Kraft da, dann ist das wie ein, es bewegt sich einfach vorwärts. Man macht einen Schritt, dann zeigt sich der nächste. Und das Ganze mit wirklich absolutem Vertrauen. Und es ist wirklich, manchmal denkt man, dass die Dualität eigentlich manche Dinge nicht zulässt, um aber dann zu erfahren, wenn man in sich selber klar ist, wenn man sich selbst vor allem vertraut, dann passieren auch die Wunder. Und alles oder sehr oft erkenne ich auch die Wunder, die dann geschehen. Und alleine, dass ihr da seid, ist für mich schon ein Wunder. Und wir haben auch das Recht, Wunder einzufordern. Auch wenn Zweifel da sind. Zweifel gehören dazu. Das ist normal, das ist menschlich. Das ist auch etwas, Zweifel werden ja auch geboren aus Erfahrungen, die man schon gemacht hat, wo vielleicht mal etwas nicht geklappt hat oder etwas schiefgegangen ist oder eben auch aus den Zellerinnerungen. Und wenn man aber bewusst aus dem Zweifel rausgeht und sagt, ich beanspruche jetzt mal mein Vertrauen, weil Vertrauen ist unser Geburtsrecht und auch die göttliche Hilfe ist unser Geburtsrecht, aber wir müssen auch darum bitten. Und für mich ist es immer wieder erstaunlich gewesen. Zum Beispiel habe ich, das war, genau, ich bin also Anfang Dezember für ein paar Tage hier alleine gewesen und musste im Hamburger Hof dann ein paar Tage übernachten. Und das war ein Tag, wo ich mit einer Freundin mit einem Transporter hergefahren bin, um schon ein paar Dinge herzubringen.
Und das Geld, was ich noch in der Tasche hatte, ging drauf für Benzin. Ich bin hier also angekommen ohne einen Cent, musste im Hotel übernachten und wusste nicht, wovon ich die Rechnung bezahlen soll. Ich habe solche Angstschübe gehabt in der Nacht. Es war sehr dramatisch. Und dann habe ich wirklich ganz tief um Hilfe gebeten. Und dann am nächsten Tag rief mich Annelies an, das ist meine Mitbewohnerin gewesen, um mir zu sagen, dass der Bekannte Douglas angerufen hätte, weil er das Gefühl hatte, er soll anrufen. Und dann habe ich ihn zurückgerufen, habe ihm die Situation erklärt. Und dann hat er mir gesagt, er schickt mir 300 Euro. Das Geld war dann am nächsten Tag schon da. Und das ist etwas, so funktioniert das. Das ist dann auch sowas wirklich wie ins kalte Wasser springen. Also ich hab da gesessen, ich habe im Prinzip am ganzen Körper gezittert. Ich wusste nicht, also ich habe mir schon, mein Hirn hat sich sonst was vorgestellt, 4 oder 5 Nächte sollte ich da sein. Und weil Planung passieren musste für die Bäder, für die Küche, und das konnte ich nur alleine machen. Und ich wusste, okay, ich habe kein Geld, und was machst du nach den 4, 5 Tagen? Du stehst dann da und kannst es nicht bezahlen. Und da waren so eine Ängste da, speziell in der Nacht. Also tagsüber ging es ja, dann ist man mit was beschäftigt gewesen, aber nachts, es war so schlimm. Und dann im Prinzip am nächsten Tag dann schon oder 2 Tage später, plötzlich dieser Anruf und sofort die Zusage, ja, ich überweise dir das Geld. Und das sind so die Dinge, es sieht etwas aussichtslos aus und plötzlich merkst du, gar nichts ist aussichtslos, weil Wunder geschehen. Das ist nur einer der Dinge. Und ich habe also wirklich oft Situationen gehabt, wo ich dachte, jetzt bist du am Ende, jetzt kannst du nicht mehr. Und dann ist irgendwas passiert, wo plötzlich die Hilfe da war. Zum Beispiel auch eine der Situationen war auch, wir haben ja hier die letzten Tage durch die Heizung, durch was ja sehr viel auch mit Strom zu tun hatte, hat der Herr Schröter also eine ganz hohe Rechnung gehabt. Das waren fast 600 Euro, die wir verbraucht haben. Und dann kam mir irgendwann im März oder so, die Rechnung muss jetzt bezahlt werden, sonst wird der Strom abgestellt. Ja, und ich hatte das Geld nicht. Und plötzlich haben etliche von den Leuten, die schon da waren, wie Armin und Dietwin zum Beispiel, und mein Bekannter, der Douglas, der mittlerweile auch eingetroffen war, immer mal wieder kam, haben plötzlich das Geld zusammengelegt und dann konnte ich es plötzlich bezahlen. Und das sind so wirklich die Dinge und die Wunder, die geschehen. Wir haben hier im Moment monatlich eine Nebenkostenrechnung von fast 300 Euro und wir teilen uns das mittlerweile unter uns. Und alleine könnte ich das gar nicht alles machen, weil ich habe nur eine kleine Rente. Und das sind so die Wunder, die wirklich geschehen. Und Vertrauen wird immer belohnt. Vertrauen ist die Basis, auf der wir ja auch hier auf diesem Planeten ankommen. Weil wir vertrauen, dass wir hier alles bekommen, was wir brauchen, um unsere Entwicklung zu machen, um die Seele hier so arbeiten zu lassen und sich entwickeln zu lassen, wie es gebraucht wird. Und ohne dieses Vertrauen würden wir ja hier gar nicht herkommen und immer wieder in den Körper gehen. Und ich kann wirklich nur immer wieder sagen, geht in euer Vertrauen und bittet um Hilfe. Bittet die vielen Hilfsenergien, die da sind, und die
glücklich sind und froh sind, wenn ihr um Hilfe bittet, die gerne helfen. Aber der Mensch muss den ersten Schritt tun. Er muss sagen, bitte helft mir. Und dann wird auch die Hilfe kommen. Das erfahre ich hier immer wieder. Und das ist so ein wunderbares Gefühl. Und eben auch zu merken, wir sind nicht allein, sondern wir kriegen immer die Hilfe, die wir brauchen. Und ich weiß immer noch nicht, wie die Situation sich hier regeln wird. Ich weiß nur, ich bin jetzt schon 8 Monate hier, ich bin immer noch hier. Und wenn das nicht so sein sollte, dann wäre ich hier schon längst wieder weg. Das, so kann ich es. Dankeschön. Wiedergehen, weitergehen. Eben für mich Thema dieses Kongresses ist einfach schon dieses Vertrauen, was wir verlernt haben, ich auch, die Kinder, ne, die müssen vertrauen. Und ein Kongress hat auch mit einem Ort zu tun und ein Held oder eine Heldin. Es ist schwierig, einen Kongress irgendwo zu machen. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, einen Kinderkongress zu organisieren, wenn Elke diese kindliche Haltung, das Vertrauen, die ich verlernt habe auch, nicht mir so vorgelegt hätte. Ne? Und ich hätte viele hier auch nicht kennengelernt, weil über das Thema einige sind über das Thema gekommen. Deswegen bin ich einfach auch sehr dankbar. Und ich wäre nie auf die Idee, einen Kinderkongress zu machen, wenn diese Impulse nicht gekommen wären. Und dieser Kinderkongress und diese Kinder, die in uns sind, die um uns herum und in uns sind, die brauchen Freiheit. Die sind gefangen. Also wir trauen uns oft nicht, uns zu bewegen, die Wahrheit zu sagen in unser Umfeld. Wenn wir auf der Straße sind, in spezielle Räume schauen. Und ja, ich wünsche mir einfach für mich dieses Wiedererkennen von meiner höheren Intelligenz, dass es eine kindliche ist, und die Freiheit im Körper, die Freiheit des Spielen und die Freiheit des Geistes. Und ich würde gerne jetzt, aber eben, es passt alles. Es ist ganz wichtig, immer die Wertschätzung der Beginner, ne? Des Ortes auch, der auch etwas dazu tun hat. Ich möchte jetzt, wenn jeder hier kurz sich selbst wertschätzt, eine Selbstwertschätzung, das ist eine große Provokation, und zwar ganz genau zu sagen, wie dein eigener Wert ist, was eigentlich die Kinder schon machen, wir ein bisschen einfach auch verlernt haben. Ich hätte gerne als Bewacher. Ich danke allen euch. Alle, dass ihr da seid. Marie, ob du hier und Sabine hier, ob ihr die Wertschätzer bewacht, dass sie einfach richtig. Ja, ich gebe euch. Okay, ich mache einfach den Anfang, dann ist vielleicht so die Lösung. Dann habe ich es hinter mir. Also ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid und
Auch viele, viele Zuschauer sind jetzt mit uns Fernfühler. Der Kreis ist viel größer, als man hier sieht. Und ja, ich wertschätze meine Leichtigkeit, meine Unkompliziertheit, meine Verspieltheit, die Einfachheit, damit solche Dinge wie hier auch, auch wenn sie ein bestimmtes Konzept haben, trotzdem Raum hat für Dinge, die einfach so geschehen dürfen aus dem Moment und nicht so leicht, nicht so ernst, vielleicht, also sorge ein bisschen manchmal auch für, ja, einfach für Leichtigkeit. Und da fällt mir ein, der Fünfjährige, der hier ist, der Noel, das muss ich auch erstmal annehmen, hat mir gesagt, er hat meinen Tanz gesehen und er hat jedem gesagt, was er gut kann. Und er hat gesagt, ich könnte den Boden zum Wackeln bringen, die Erde bewegen. Und das hat mich total berührt. Wow, und das von 5-Jährigen. Ich sagte, ja, ich weiß das. Ich kann nämlich hell sehen. wow. das erstmal anzunehmen, dass sich was bewegt. Und ja, danke schön. Ja, ich bin die Maria Elise. Und ich schätze auch mein inneres Kind sehr. Die Leichtigkeit und dass ich einfach unheimlich gerne spiele mit dem Leben und mit der Natur. Und es mir auch Schicht um Schicht erlaubt, jeden Tag mehr Fehler zu machen und zu sagen, okay, das schätze ich an mir sehr. Und dass der Perfektionismus immer mehr geht. Yay! Ja, und ich freue mich auch, dass ich da bin. Ja, ich bin der Martin Elias und ich bin wertvoll, ich schätze mich wert und ich bin vor allem sehr dankbar und erstens, dass ich da bin und sehr dankbar für meine bedingungslose Liebe, für meine Kraft, die in mir ist und die sehr mein inneres Kind ausstrahlt und mich zwar auch schon auf die Palme gebracht hat, aber schätze mich wert auch für meinen Weg, den ich bis dahin gegangen bin. Eigentlich gibt es nichts zu sagen momentan, weil es mich einfach berührt. Ich bin Hari Elke Seifert und ich wertschätze mich für meine Liebe, für meine Hingabe, für meine Demut, alles anzunehmen, was ist und für meinen Mut, das auch wirklich durchzuziehen und nicht nur zu glauben. Ich bete das immer und bitte um Unterstützung bei den Engeln, bei den Naturwesen. Ich bin aber wirklich für die Naturwesen in Liebe und Hingabe pur. Bei den Menschen fällt es mir noch ein bisschen schwer. Und zu mir selber auch, ne? Aber ich glaube, das Größte, was ich bin, ist der Mut, dass ich einfach auch hierher komme, ohne zu wissen, was mich hier erwartet und warum ich hier sein soll. Und ich folge dem Gefühl, ich folge dem Ruf und ich gehe einfach los. Und dafür wertschätze ich mich sehr,
Na, egal, was mich das denn kostet, ohne zu wissen, bekomme ich es überhaupt zurück finanziell. Das, wie du das eben auch so wunderbar sagtest, es muss ja auch alles bezahlt werden. Also wo kommt das Geld dafür her? Ne? Nur Liebe und Hingabe und Sein und Machen ist auf der einen Seite ein bisschen zu wenig, aber das Geld muss auch kommen. Ne? Und wie kommt das? Da fehlt mir noch das Vertrauen, lieber Gott. Ne? Und ich bete da auch für, ne? Dass mir auch der Geldsegen mich auch so. Und aber, dass ich dann dennoch immer losgehe, dafür wertschätze ich mich sehr. Allen Unkenrufen zum Trotz, mein Mann, meine Familie, die immer sagen, bist du bekloppt, was machst du da, wo gehst du hin? Und, was bringt dir das? Und, hast du schon? Und, oh, ich dachte, was fragen die denn immer? Da kann ich nie mit Ja antworten, ja. Ne? Bist du erfolgreich? Ich sage, ja. Und wie viel Geld hast du? Ja, ich sage, wenn ihr meint, erfolgreich sein ist viel Geld einnehmen, da kann ich leider noch nicht mit dienen, aber ich bin erfolgreich. Ja, ich bin nicht. Ich bin. Naja, und einfach für diese, und ich bin einfach ein Kind, das lacht. Das, ein Kind, das einfach macht. Ich gehe einfach los und ich fühle und liebe die Kinder, weil die machen es uns wirklich vor, wie du das so schön gesagt hast. Ne? Ja, Vertrauen. Die gehen einfach los und machen, ohne zu fragen. Ne? Ja, ich bedanke mich, dass ich heute hier sein darf und euch treffen darf. Ich bin Julia und ich wertschätze mich für meine Freude und mein Spielkind, was immer mehr raus darf, so wie jetzt gerade. Und für meine Offenheit, für immer mehr Dinge, die ich entdecke und meinen Mut, da lang zu gehen, wo es ruft, hier. Manchmal höre ich es hier oder spüre es hier oder so. Und ich wertschätze mich für meine Ruhe, weil ich kann ganz viel Ruhe verteilen und für mein Strahlen. Und mein Licht. Und es ist total schön, hier zu sein. Okay. Ich bin Niki. Ich wertschätze mich für meine Klarheit, dass ich weiß, was ich will und auch, dass ich weiß, was ich nicht will. Und ich wertschätze mich sehr für meine offenen Augen, dass ich den Weg einfach sehe, der vor mir liegt und den ich gehe und dass ich auch sehe, wie sehr ich doch eigentlich von der Natur und von der Umwelt geliebt werde. Und dafür wertschätze ich mich. Danke. Ich bin die Martina und ich wertschätze mich für meine Zartheit, für meine gleichzeitig auch Entschlossenheit und Sanftheit und ja, dass ich auch Mut habe, meinen Lebensweg zu gehen, mir das sehr wichtig ist, schon immer wichtig war und immer klar war, dass das wichtig ist und ja, die Offenheit, in alles reinzuschauen, um zu sehen, wo Kräfte sind, was für uns wichtig ist, also zu sehen, um sehen zu können. Die Uneingeschränktheit, ja. Ja. Und ich freue mich, dass ich hier bin, dass ich hier angekommen bin. Hallo, mein Name ist Robert.
Wertschätzung ist für mich, ja, wie der Cheech schon sagte, schwierig manchmal. Da von meiner Familie ich eher immer so auf die Seite geschoben wurde. Aber ich finde dennoch ein paar Sachen, die ich sehr an mir wertschätzen kann. Das ist so auch meine innere Kindlichkeit, meine Jugend, die ich erhalten kann. Das Spiel, das ich spiele, in Freude und diese Freude weitergeben kann, sobald mir mein Verstand nicht dazwischen funkt. Mit seinem Perfektionismus. Ja, ich wertschätze und bin dankbar dafür, dass ich viele Sachen erkennen kann, die ich früher nicht erkannt habe. Und dass ich einfach so mich so sein lassen kann, wie ich bin. Dass ich einfach so bin, dass ich so gut bin, wie ich bin. Und ich freue mich auch, dass ich hier bin und dass ich euch alle kennenlernen darf und dass ich euch meine Freude weitergeben darf. Vielen Dank. Ja, ich bin der Alexander und ich wertschätze mich für alles, was ich bin. Ich bin einfach wertvoll, so wie ich bin, da gibt es nichts dran zu rütteln. Dürfen. Das ist jetzt, jetzt kommt keiner mehr vor. Nein, das ist eine Drohung. Ja. Ach so, okay. Also wertgeschätzt viel mehr, als man sich vorstellen kann. Und das ist eine Falle, wenn man viel Wertschätzung bekommt, dann plötzlich werden Götter bewusst, die man noch nicht gesehen hatte, und die fangen an zu arbeiten. Ne? Das ist mein Begründung. Möchtest du wertgeschätzt werden? Nein. Okay. Oh. Ja. Two minutes later is over. Ene mene Mist. Das haben wir. Mitch schätzt sich für seine Entscheidung, erstmal anzukommen. Ja, gerne. Ich bin Dario und ich wertschätze mich dafür, dass ich da bin. Möchte jemand von denen, die nicht eigentlich vorne sind, denn die andere Variante wertgeschätzt werden? Heike? Okay. Von jemand anders. Warte mal kurz, weil Cheat hat einen Plan. Goscha? Du, erstmal nicht.
Kann ich abholen? Yeah! Du bist so zauberhaft. Und ich weiß, es würde jetzt den Kongress sprengen, wenn du alles erzählen würdest. Vielleicht erzählst du nur einen Teil deiner tollen... Suchst du es wesentlich? Okay, also ich fühle sehr, sehr viel und ich wertschätze mich dafür, dass ich mir den Raum nehme, das alles zu verarbeiten, was ich so fühle. Und das war früher nicht so, da habe ich einfach hab ich das übergangen so. Und dann war irgendwas nicht in Ordnung so, dann fühlte ich mich nicht so wohl und habe einfach weitergemacht so. Und mittlerweile habe ich gelernt, das zu verarbeiten, da wirklich hinzuspüren und dann spüre ich, dass da wirklich enorm dahinter steckt. So. Genau, und dafür wertschätze ich mich. Ich mir den Raum nehme und immer wieder hinfalle und immer wieder aufstehe und immer wieder aufstehe, jeden Tag hinfalle und immer wieder aufstehe. Jo. Und ihr seid so schön alle. Doch, wir sind wirklich schön. Dankeschön. Später. Später. Das heißt, hast du ein Mikro? Schreibt, hey. Euch alle für euer Sein und für euren Mut. Ich finde das toll, was ihr macht. Hey, das ist die Nicole, das ist Graz, das ist von uns, die Dritte im Bunde. Österreich. Und ich wertschätze sehr, weil Jeet ist immer ist bekannt für... Ich weiß nicht, ob generell die Italiener so ein bisschen um zu... Das ist alles groß zu sehen und manchmal etwas zu... Nur ein bisschen, manchmal zu übertreiben. Nur ein bisschen. Und er hat es einfach den Impuls gehabt, auch beim ersten Mal schon, das Kinder- und Jugendweltkongress zu nennen. Boah! Und tatsächlich, ja, auch beim letzten Mal, sehr international, Österreich, Schweiz und so. Und diesmal, ich wertschätze sehr, dass Menschen gekommen sind aus England. Wow! Drei wundervolle... die auch nicht wussten, was sie überhaupt hier erwartet. Und nur mal kurze E-Mail hin und her, so wirklich, ja. Und einfach den Ruf gefolgt sind, und sich in den Flieger gesetzt haben und einfach hier sind. Wow, Dankeschön. Und ich wertschätze auch alle, die jetzt da sind und jetzt vielleicht auch nicht nach vorne gekommen sind. Und die sind alle wundervoll und trotzdem total präsent. Und vielleicht sind die ästlich. Dein Plan später, oder? Später. Okay. Und ich wertschätze auch alle Zuschauer, Fernfühler, die jetzt mit uns sind und total mitfühlen, nicht nur zuschauen, absolut mitfühlen und mit im Kreis sitzen und ja, sich denen auch den Raum nehmen und Zeit nehmen, jetzt wirklich mittendrin zu sein. Und es ist schön, wenn wir sie wahrnehmen und spüren. Das sind, ich weiß nicht, wie viele es momentan sind, aber es ja, sind sehr, sehr viele. Im Weltkongress, weil eben eine Wertschätzung ist an diejenigen, die dieses Mikro gebaut haben, die uns erlauben, jetzt einen Weltkongress zu machen,
der erste haben schon über 40.000 Leute gesehen nach 6-7 Monaten. Das heißt, es gibt keinen Weltkongress, der mehr Leute hat. Dadurch, durch diese Medien, durch alle Menschen, die Kameras entwickelt haben, die Internet entwickelt haben, die Technik entwickelt haben. Und all diese Menschen, die sich selbst oft nicht wertschätzen, 3D-Foto oder 7D, was wir gestern erfunden haben, neue 7D-Kino, dies wertzuschätzen, weil alles, was in der Technik sich entwickelt, sind Vorreiter unser nicht gelebtes Bewusstsein. Und deswegen danke, dass wir mit so vielen Leuten kommunizieren können, mit so wenig Mitteln. Oder keine Mittel. Und so viel Schönheit durch die Netze jagen können, dass alles wackelt. Und die Ansammlung, die einfach hier ist, ist einfach sehr, sehr berührend. Ne? Und deswegen kam für mich einfach mit Selbstwertschätzung anzufangen und lade noch kurz, dass wir noch uns den letzten Schub geben. Und denn die größte Revolution wird die Revolution des Schönen und Weisen sein. Und wenn uns das bewusst wird, dass Schönheit siegt immer, Weisheit auch, lade ich uns kurz einige Sekunden, dies im Stille nochmal zu verstärken. Nicht nur meine, deine, sondern in einem geometrischen Explosionstools, der vermillionenfacht, was jetzt hier gefühlt wird. In der eiligen Geometrie wird alles vervielfältigt. Erlaube, dass dieses Gefühl der Schönheit und Weisheit, die hier ist, mehr dazu zu stehen und es zu vermillionenfachen. Durch das Einwirken der eigenen Geometrie, die überall ist. Aber nicht zu viel, das reicht. Dankeschön. Die Vorträge natürlich, was für mich wichtig war, ganz neue Konferenzen und Vorträge oder Kongresse. Nicht mehr so lang. Ja. Die Aufmerksamkeit für unsere Vorträge ist nicht die alte Aufmerksamkeit. Wenn jetzt die ersten Vortragenden kommen, ihr braucht oft nicht die Worte zu folgen. Man muss die Worte oft nicht folgen, sondern jeder, der vorträgt, ist ein Teil von uns und nimmt das einfach als Gelegenheit, diese stille Energie, die durch die Worte kommt, aber eigentlich viel mächtiger ist, wahrzunehmen, zu verstärken und voll in Genuss zu gehen. Und eben auf keinen Fall jetzt... primär die Worte, das ist eine Einladung, nicht? Dann jeder macht, was er will, die Worte zu folgen, denn der Bliss ist viel weiter. Wir haben sowieso so viele Künstler, die uns dann zeigen werden, oder wenn sie wollen, auch heute Abend. Wir haben die besten Künstler, die man sich vorstellen kann. Finde schönere Künstler, sagt mir einen, von denen, die ihr seht, ja vielleicht nicht alle kennt.
so voll bei sich, voll in Liebe, total eine geile Ausstrahlung, so voll mutig, ne, mutig und dass wir durch die Künstler einfach auch lernen, dass alles, was gesagt wird, mit Worte, ist Musik, ist die Erinnerung an die Musik, die in uns ist. Und das heißt, einfach in Meditation dabei zu sein und sich nicht anstrengen. Das ist eine Einladung zu folgen. Okay, starten wir, oder?